Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris, Flucht nach vorn. Es müsste Folge 5 sein jetzt. Und zwar, was als letztes passiert ist, uns ist die Erde explodiert, leider. Mal gucken, wo sind wir? Hier sind wir. So, wir gucken mal in unser Soul-System, wie das da aussieht. Das ist die Erde jetzt. Ja. Sie gibt uns immer noch 14 Minerale, das ist gut. Wir betreiben auch so ein bisschen Bergbau auf dem Mond noch. Ist die Frage, wie der seine Umlaufbahn hält, wenn die Erde zerstört ist. Was wir später noch machen könnten, ist vielleicht den Mars terraformieren. Er ist zwar nicht so besonders groß, aber ist ein Terraforming-Kandidat und wir brauchen Terraforming dazu. Okay. Gut. So, dann schauen wir mal auf unsere Welten, mit denen wir jetzt hier auskommen müssen. Das ist einmal unsere Hauptstadtwelt, das ist Thalassa. Es ist die Wasserwelt mit natürlicher Schönheit. Macht, dass die Leute hier zufriedener sind und die Bürger sind tapfer. Weil die, trotz großer Unruhen, haben sich die Bewohner auf dieser Kolonie zusammengetan, um weitere Gewalt zu verhindern. Also es sieht aus hier, die Dienstleistungen sind irgendwie, gibt es nicht so viele, Stabilität ist so ein bisschen runter, aber die Leute geben sich halt Mühe, dass sie keine Kriminalität begehen hier. Wird so ein bisschen Handel betrieben. Ja, das ist unsere, das sind Distrikte, sind quasi, wofür die Landnutzung so freigegeben ist. Wir haben 15 Plätze, für die wir entscheiden können, wie das Land da genutzt werden soll. Und zwei von denen sind bis jetzt noch frei, obwohl wir bauen schon einen Stadtdistrikt und einen Industriedistrikt. Stadtdistrikte, das sind so Großstädte wie New York oder was weiß ich, Mexico City oder so, wo halt hauptsächlich besonders viele Leute wohnen. Auf engem Raum und wir bekommen dadurch hier plus 6 Wohnungen, also Wohnungen für 6 von diesen Pops, die halt nicht ein Mensch sind, sondern eine nicht näher genannte große Zahl von Menschen. Na, insgesamt sind hier 29 drauf, das, keine Ahnung, sagen wir mal, das sind 2,9 Milliarden von der Erde, die wir hierhin evakuiert haben, die wohnen jetzt auf diesem Planeten. Ja, wir können uns die Bevölkerung können wir uns hier auch näher angucken. Aber gehen wir erstmal die Distrikte durch. Also es gibt Stadtdistrikte, dann gibt es Industriedistrikte. Das sind halt so Gebiete, wo halt so Megafabriken stehen. Hier werden Konsumgüter hergestellt und Legierungen, die wir brauchen, um Schiffe zu bauen. Dann gibt es Generatordistrikte. Das sind im Grunde genommen riesige Solarpanelanlagen oder Windkraftwerke oder was auch immer wir benutzen, um nicht wieder den Planeten kaputt zu machen. Dann Bergbaudistrikte, die graben, wie der Name schon sagt, wertvolle Mineralien aus der Kruste von Thalassa. Und natürlich Landwirtschaftsdistrikte, damit die Leute zu essen haben. Die brauchen wir auch. Okay, dann haben wir hier Gebäude, die wir bauen können. Wir haben hier so und so viele Slots und das sind einzigartige Gebäude. Also man kann nicht so viele pro Planet haben. Hier ist ein riesiges Forschungszentrum beispielsweise, das wir noch upgraden können. Davon können wir übrigens auch mehr bauen. Hier Verwaltungsbüros, die verwalten unser Imperium. Und hier eine Robotermontageanlage, die bauen Roboter. Gut, dann können wir uns die Bevölkerung mal angucken. Wir haben hier verschiedene Strata. Wir haben hier einmal die Herrscherklasse, das sind halt zum Beispiel die Wissenschaftsdirektoren und die Verwalter. Das sind, die Jobs sind momentan von Menschen besetzt. Dann haben wir hier Spezialisten, das sind Leute wie normale Forscher, Vollstrecker, das ist halt hier Polizei und so. Dann Bürokraten, die verwalten, was losgeht. Und hier haben wir Robotiker, das sind halt die, die in einer Roboterfabrik arbeiten, um die Roboter herzustellen und zu entwickeln. Und Metallurgen, die machen Legierung und Handwerker, die machen Konsumgüter. So, gucken wir mal, wie das hier ist. Also hier auch alles Menschen, die hier arbeiten. Ich hoffe, wir haben schon, ja, wir müssten schon Roboter haben und wir haben hier eine zweite Sorte Mensch. Das sind die mit den Gehirnschnecken, glaube ich. So, und hier sieht es schon anders aus. Im Bergbau
wird die Hälfte der Jobs von Robotern besetzt. Immer ein Büroangestellten hier, beziehungsweise das sind wahrscheinlich 1 Milliarde Büroangestellte. Oder 100 Millionen Büroangestellte wären das dann, wenn wir da im gleichen Verhältnis bleiben. Dann hier Landwirtschaftsjobs, das machen alles noch Menschen, genauso wie die Technikerjobs. Interessant, dass als erstes die Roboter für den Bergbau eingesetzt werden. Ja, das ist der Bevölkerungsscreen. Dann kann man, wie gesagt, gibt es hier noch, wie stabil ist die Welt? Je höher die Zahl, desto besser. 48 ist so mittelgut. Wie hoch ist die Bevölkerung? Da können wir dann auch sehen, was, wie viele. Also wir haben 2 Menschen mit Gehirnschnecken, 24 ohne Gehirnschnecken. Und das sind dann wahrscheinlich 300 Millionen Roboter insgesamt auf der Welt. So, es wachsen gerade neue Menschen und wir sehen hier den Fortschritt ungefähr. Unser Bevölkerungswachstum ist so groß, dass in 90 Monaten ein neuer Pop da ist, also neue 100 Millionen Leute. Und wir bauen Roboter, das geht, glaube ich, ein bisschen schnell in 33 Monaten, ja. Das geht schneller. Okay, aber hier steht, wie kriminell die Bevölkerung ist. Hier steht, wie viele Wohnungen noch frei sind. Ja, das sind 5 Wohnungen frei, das heißt 500 Millionen kann ich noch runterbringen von meiner Bevölkerung. Dann hier Dienstleistungen haben wir zu wenig, das heißt die Leute werden unzufriedener, wie man hier sieht. Minus 20,1% Zufriedenheit. Dann haben wir hier noch 2 verfügbare Jobs und zwar einen für einen Verwalter und einen für einen Wissenschaftsdirektor. Momentan keine Arbeitslosigkeit auf dieser Welt. Also das sieht alles soweit ganz gut aus, obwohl wir brauchen neue Dienstleistungen, aber ich glaube, im Stadtdistrikt werden die hergestellt, oder? Das war zumindest früher so. Handelswerk und Dienstleistungen, ja. Ja, das ist so. Okay, das ist unsere Hauptstadt, die ja noch nicht so ganz voll ist, aber bald wird es hier ein bisschen eng. So, und dann haben wir hier Terra Nova im Grenzsektor. Das ist weiter weg von unserem von unserer neuen Heimatwelt, muss man ja sagen jetzt. Ist ja nicht unsere Heimatwelt, die ist ja in die Luft geflogen. Und hier ist es genau das gleiche, die Distrikte. Hier haben wir ein bisschen mehr Industrie hingestellt, weil wir die brauchten in dem Moment. Hier wäre Potenzial noch für Bergbau, hier wäre Potenzial für Generatordistrikte und jede Menge Potenzial für Landwirtschaft. Aber wir haben schon ein dickes Plus an Nahrung momentan, weil wir für die Erde mitproduziert haben und die ist ja in die Luft geflogen mit den restlichen Leuten. Ja, insofern weiß ich nicht, ob wir da was ändern müssen. Wir können uns aber mal die Planetenmerkmale hier nochmal angucken. Das sind so Sachen, so zum Beispiel hier auf dieser Welt gibt es tropische Inseln, üppige Dschungel, grüne Hügel, reichhaltige Hochebenen und Mineralfelder. Und das gibt dann jeweils Boni für Distrikte, zum Beispiel tropischen Inseln, da die eignen sich besonders gut für Landwirtschaft und üppige Dschungel und grüne Hügel auch. Hier die Hochebenen eignen sich für Bergbaudistrikte und genauso wie die Mineralfelder. Die Wasserfälle eignen sich für Energiegewinnung natürlich. Und die Kristallwälder, da können wir Kristallminen bauen. Das ist gut, dass ich das weiß, weil die nächsten 2 Plätze müssen wir dann wahrscheinlich dafür reservieren. Hier einen giftigen Seetang könnten wir entfernen. Das ist ein Landschaftsmerkmal, das verhindert, dass wir einen der Distrikte nutzen können. Die sind dann hier so ausgegraut und so. Und 2 aktive Vulkane, die müsste ich dann auch entfernen, aber dafür habe ich die Technologie noch nicht. So funktioniert das hier. Okay. Das sind die Planetenmerkmale. Gucken wir mal hier. Auch hier Roboter und gucken wir mal. Wir haben hier sogar einen Arbeitslosen. Einen arbeitslosen Menschen. 2 Roboter Bergarbeiter und 2 Roboter Landwirte haben wir. Okay, und einen arbeitslosen Menschen. Und keine Jobs hier. Aber der Generatordistrikt ist wahrscheinlich gleich fertig. Aber wir sollten Geld sparen, damit wir den Teilblocker entfernen können da. Gut, so, auf den Welten selber können wir keine Schiffe bauen. Dazu haben wir unsere Station im Sol-System noch. Die ist da ein bisschen ungünstig, weil da haben wir, wie gesagt, keine bewohnte Welt mehr. Weil die in die Luft geflogen ist. Und aber wenn wir Schiffe bauen wollen, müssen wir das hier machen.
Und unsere Flotte steht hier momentan auch im Orbit in der Raumstation. Das heißt, sie kostet uns weniger Unterhalt, wenn sie hier ist. Was wir aber machen können, ist, wir können in Thalassa, das ist unser wichtigstes System jetzt, können wir mal... Oh wow, das ist sogar ein Drei-Sternen-System. Brauner Zwerg. Ja, können wir diese Sternenbasis mal verbessern. Und wir können insgesamt 4 Sternenbasen haben, also vielleicht sollten wir im Terra Nova Sektor das gleiche tun. So, weil so ist das nur ein Außenposten. Diese Stationen bauen wir überall dahin, wo wir die Systeme kontrollieren wollen, aber die haben halt keine, also ich meine, man könnte hier Verteidigungsanlagen reinbauen. Aber wir verbessern die mal, damit wir hier auch Schiffe bauen können, im Zweifel. Ja, weil langsam wird es ein bisschen eng hier. Wir haben ja nicht mehr so scheußlich viele Ausbreitungsmöglichkeiten. Wir können noch ein bisschen hier rein. Hier ist eine 15er Arktisch, die 16er Savanne. Die 16er Savanne sollten wir uns auf jeden Fall noch holen. Hier haben wir noch so ein paar Terraforming-Kandidaten, wo wir momentan nicht so besonders gut drauf leben können. Waren hier nicht Jobs übrig? Hier hatten wir 2 Jobs übrig. Können wir nicht den Menschen von Terra Nova nach Thalassa schicken, damit er da was Nützliches macht mit seiner Zeit? Das wäre doch eine Idee. So, und jetzt... Verkaufen wir mal hiervon ein paar. Und entfernen dann diesen Blocker. Und gucken mal, dass wir vielleicht mehr Geld kriegen demnächst. So, und jetzt kann es weitergehen, würde ich sagen. Wir haben ein Forschungsschiff. Forschungsschiff. Ohne... Oh, wow, da oben. Ohne Auftrag. Das kann mal hier diese Anomalien erforschen hier. Nicht ausgegebene. Robo 2 hat nicht ausgegebene. Aha. Punkte. Okay. Die meisten unserer Roboter sind Minenroboter. Also machen wir hier mal Bergbot. So. Berg. Nee, nicht Berg. Bergbots. Nicht bergisch. Keine Ahnung. Okay, machen wir das mal so. Noch wählbar 3. Wir können ihm noch Nachteile geben und dann noch einen weiteren Vorteil, wie zum Beispiel Erntemaschinen. Könnten den luxuriös machen, dann kosten die mehr. In der Herstellung. Okay. Geflügelte Statuen. Die Crew, die den giftigen Seetang auf Terra Nova entfernen soll, ist auf einen ungewöhnlichen Fund gestoßen. Versteckt in trüben Gewässern inmitten eines Waldes voller dichter Algen befinden sich 9 massive Statuen, die dunkle, hohe Schatten auf die Landschaft werfen. Geflügelt und blass strahlen sie eine dunkle Aura aus. Vielleicht wurden sie nach dem Vorbild einer Gottheit oder einer Ikone geschaffen, die seitdem in Vergessenheit geraten ist. Sie ähneln zumindest keiner Lebensform auf diesem Planeten. Eigentlich wurde dieses Land für andere Zwecke eingeplant, aber könnte uns Vorteile bringen. Also, ach Gott. Na gut. Construction online. Die Sternbasis Faltos hat seine Baureihe beendet. Okay, das ist gut. Ja, die sind schon fertig. Das ist sehr schön. Okay. Baureihe beendet. Okay, also wir machen mal hier Ernte. Ernte sollen die auch können. Und damit ich nicht durcheinander komme, ändern wir mal das Aussehen. Und dann wenden wir das an, damit die überall schon mal... Situation Log updated. In 46 Monaten... Okay, gut, dann brauchen wir hier Handels- und Schiffswerft.
Und hier brauchen wir. Machen wir zwei Ankerplätze. So. Die Ankerplätze machen, dass ich mehr Schiffe haben kann insgesamt. Momentan habe ich 15 von 22 möglichen und das ist nicht so viel. Ja. Was wollten wir tun? Wir wollten auf Thalassa ein Gebäude bauen. Konnten wir hier nicht. Nee, konnten wir nicht. Wir brauchen Dienstleistungen. Dienstleistungen. Entertainer machen Einigkeit und Dienstleistungen. Okay. Das sieht gut aus. So. Dann haben wir hier die ganze Zeit ein Ereignis an einer archäologischen Stätte. Das Brachland. Dicke Ascheschichten und ein im geologischen Protokoll sichtbares bemerkenswertes Massenauslöschungsereignis stimmt mit dem zuvor aus den Datenkristallen der Grunur extrahierten Informationen überein und weisen darauf hin, dass die Grunur vor etwa 7 Millionen Jahren Alpha Centauri II bombardierten und verbrannten. Die weitläufige Abholzung der Oberfläche des Planeten zerstörte das lokale Ökosystem und der Mangel an sauerstoffbindender Vegetation zerstörte die Atmosphäre in den folgenden 60.000 Jahren. Bedauerlich. Und weiter geht's. Es gibt eine kleptomanische Ratten. Okay, es gibt eine Ordnung inmitten des von den Ratten verursachten Chaos. In einem etwas offizieller aussehenden Gebäude im Stadtzentrum befinden sich eine digitale Liste jedes einzelnen Objekts mit seiner Herkunft, groben Fehlinterpretationen der beabsichtigten Verwendung, sowie einige äußerst hilfreiche Hinweise, wo sie zu finden sind. Der Rubrikator, der als ein Dingsbumsmacher mit magischen Kräften beschrieben wird, hat seinen Platz rechts neben der lilafarbenen Schleife der Kaiserin, direkt unter ihrem Schnauzentupfer auf der vierbeinigen Box mit dem lustigen Gesicht, wo auch immer das ist. Kurios. Okay. Interessant. Ja, die sind da schon am Ausgraben, das ist gut. Hier haben wir auch noch eine archäologische Stätte. Ach so, das sind die. Gut, wenn du da fertig bist mit dem, darfst du gerne mal hier ausgraben. Gamma Draconis ist auch eine 16, das ist auch gut. Gut, weiter geht's. Was ist das? Senatssitzung. Galaktischen Markt unterstützen wir. Atomarer Countdown. Wissenschaftler im Thalassa haben das Ende des Countdowns der mysteriösen Atomuhr ungeheurer Präzision, die vor 42 Jahren und 3 Tagen auf Faltus 1a gefunden wurde, bereits sehnlichst erwartet. Mehrere Jahrzehnte voller Spekulationen und Mutmaßungen sind im Handumdrehen verflogen. Der Countdown der Uhr hat soeben ihren Ablauf gefunden und einen Strom sich selbst reproduzierender Naniten ausgestoßen. Die Naniten haben auf der Oberfläche von Faltus 1a eine Art fortschrittliches Computernetzwerk konstruiert. Das Netzwerk ist inaktiv und scheinbar ohne KI. Die Naniten, die es konstruiert haben, haben sich bei Fertigstellung deaktiviert. Unsere Wissenschaftler sind sich über den Zweck des Netzwerks uneinig. Das Studium dessen sollte sie für eine gewisse Zeit beschäftigen. Unglaublich. Wo ist Faltus? Wo ist das? Faltus 3a oder was war das? Oder Faltus A3? Ha, okay. Soll mir recht sein. New technology discovered. Sozialforschung von Forscher, neue Forschung. Was? Ah, Terraforming, sehr gut. Terraforming brauchen wir. Okay, wir können ein Konstruktionsschiff mal hier hinschicken und die Forschungsstation bauen lassen. Mhm, okay. Oh, Reliktwelt. Ach so, ja, die wissen wir schon. Das ist die, die wir nicht besiedeln können, weil dann der Drache kommt. Okay.
Das Brachland. Mehrere marklose Baol-Fossilien konnten geborgen werden und haben ergeben, dass die längst verschollene Spezies ein Schwarmbewusstsein war, in dem Milliarden von Planetoiden als Ganzes zusammenwirkten, wie die Blätter und Wurzeln und Äste eines Baumes. Eine genauere Dendrochronologie hat ergeben, dass die Baol eine Lebensdauer von mehreren hundert Jahren hatten. Der Mangel an hinterbliebenen strukturellen Ruinen auf Alpha Centauri II scheint das Ergebnis der bemerkenswerten organischen Technologien zu sein, die von Schiffen und Gebäuden bis hin zu Biocomputern reichte und im Laufe der Zeit organisch abgebaut wurden. Was ist das hier? Oh wow, ein kleptomanischer Ratten, ein fauliger Geruch. Das Ausgrabungsteam hat die Ursache für den unangenehmen Gestank entdeckt. Näher am Zentrum der Stadt befinden sich riesige Haufen getrockneter Fäkalien und Becken voller ätzender Galle, die giftige Schwefelwasserstoffkonzentration absondern und Schutzausrüstung erforderlich machen. Die Archäologen konnten die fremde DNA der Fäkalien nicht identifizieren, aber die Haufen enthalten teilweise verdaute Hamster. Construction online. Okay. Research Vessel taking fire. Unter dem Asteroiden um CR treibt ein Baum durch die Leere des Weltraums. Ein beispielloses und höchst unwahrscheinliches Ereignis. Der Baum ist von einer Schutzblase umgeben, die einem Energieschild ähnelt. Urplötzlich nähern sich uns einige feindselige Weltraumbewohner. Dies geschah zur gleichen Zeit, als der Baumsaft durch den Schild tropfte, während wir Proben nahmen. Was könnte die Kreaturen verärgert haben? Situation log updated. Stopp. Okay, machen wir mal hiermit weiter. Verdaute Hamsterer. Was auch immer diese Aliens zu sich nahmen, sie verschluckten es als Ganzes. Noch unberuhigender allerdings ist die Entdeckung eines frischen Haufens. Kurios. Gut. So, dann gucken wir mal. 1100, das glaube ich, kriegen wir mit unserer Flotte noch nicht hin. Allerdings können wir unsere Flotte doppelt so groß machen. Oh nein. Fuck. Nee, sie konnte fliehen. Gut. Okay, also wir brauchen neue Schiffe. Und Plasmawerfer ist auch nicht verkehrt, glaube ich. So. Also hier haben wir Alien-Schiffe. Hier haben wir Spezialprojekt. Okay, 1100. Okay, auf die müssen wir kommen. Haben wir genug leidlich. Da unsere Flotte noch in Seoul steht, bauen wir hier mal die restlichen Schiffe. Nochmal 15 Korvetten. Das wird eine Weile dauern. So. Die Koordinaten einer weiteren ehemaligen Kolonie der Baol konnten aus einem zerstörten Datenskal der Grunur gewonnen werden. Vielleicht rühmt sich dieser Planet mit einigen der Reichtümer, die die alten Feinde des Baol gesucht haben. Auf zur nächsten. Situation log updated. So, dann gucken wir mal, wo das ist hier. Ist hier unten, auf Quanaga wahrscheinlich. Hm? Nee, das sind die Wächter immer noch. Wo ist denn das dann? Die Baol muss dann ja hier sein. Hier. In Prokion. Okay, das ist ja nicht so weit weg. Die haben gerade nichts zu tun. Darum machst du das mal. So. So, okay. Stadtdistrikte stellen einen Büroangestelltenjob zur Verfügung mehr. Und Gebäude und Distrikte haben geringere Baukosten. Machen wir das mal hier. Ein Job mehr. Da haben wir uns dann 5 Jobs und hier einen Job. Da haben wir uns um die Arbeitslosigkeit so ein bisschen gekümmert. Aber was wir hier mal machen können, ist, brauchen wir hier überhaupt die Robotiker noch?
ist die Frage. Weil sonst bauen wir hier nämlich noch ein Vergnügungsdingsbums hin. So. Gucken wir mal, dass wir hier uns ein bisschen weiter ausbreiten, auch wenn wir schon Verwaltungsprobleme haben. Research Project concluded. Ehemalige Baol-Kolonie zersplittert. Die Besatzung der RF Einstein war anfangs sicher, dass sie bei den Koordinaten der vermeintlichen Baol-Kolonie im Procyon-System einen Triangulationsfehler begangen haben. Hatte, da sie bei jenen Koordinaten nur Asteroiden vorfanden, bei denen sie einen fruchtbaren Planeten erwarteten. Die genauere Untersuchung der Zusammensetzung der Asteroiden hat jedoch gezeigt, dass dies tatsächlich das ist, was von der früheren Baol-Kolonie noch übrig ist. Der einst üppige Planet wurde durch einen unbekannten Zusammenstoß, der vor etwa 7 Millionen Jahren passiert war, in mehrere tausend felsige Stücke gesprengt. Ablagerungen weisen darauf hin, dass die Grunua eine Rolle im dunklen Schicksal des Planeten spielt. Ein besonders vielversprechender Asteroid wurde für weitere Studien ausgewählt, da er scheinbar eine größere Anzahl versteinerter Lebensformen enthält, die den Planeten einst bewohnt hatten. Okay, vielleicht lernen wir mehr. Aha, Procyon. Gut, dann kannst du hier mal ausgraben. Fertig. Fertig! So, gucken wir uns mal an, wie das aussieht vom Nahen. So sieht Archäologie vom Nahen aus hier. Okay. Also Faltos so als Systemname gefällt mir hier nicht. Das ist ein Thalassa-System. Dann nennen wir das mal das Atlantik-System. So zu Ehren eines Ozeans, der nicht mehr da ist. Und das Quanaga-System mit Terra Nova können wir dann gerne auch das Pazifik-System nennen. So. Gamma Draconis. Dann nennen wir den Erdsektor, können wir den umbenennen, Sektoren und Planeten und Sektoren, ja. Das ist nicht der Erdesektor, das ist jetzt der Atlantiksektor. So, und hier Josephine Niklas darf das weiter verwalten hier. Und der Grenzsektor, wenn wir hier einen zweiten Sektor machen im Pazifik, dann wird das der Pazifiksektor mit Gamma Draconis. Aber momentan ist das noch nicht notwendig. Okay, dann würde ich sagen, ist auch schon wieder eine halbe Stunde um. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stellaris Fluchten nach vorn. Mal gucken, was die Menschheit jetzt wieder anrichtet. Und dann like das Video, schreibt einen Kommentar, macht, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal.